Guten Morgen. Ich habe vor einer Weile, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, also schon verdammt lang, ein paar Objektive getestet, die Chance gehabt. Das Video gibt es auch hier auf YouTube. Das waren 24-70er von Tamron und Canon, bekam ich das, die Zweier-Variante zugeschickt und die Einser hatte ich selber. Hab noch. Der Test war schwierig. Der Test war wirklich schwierig. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich es hochgeladen habe, fertig gemacht habe, weil ich sehr lange überlegt habe, ob ich es mache. Denn es stellte sich beim Test raus, dass das mit der Schärfe gar nicht so einfach ist. Denn viel kritischer als die eigentliche Objektivschärfe, also wie scharf bildet das Objektiv optimalerweise ab, war die Frage, wie gut trifft der Autofokus? Sprich, hat man einen minimalen Front- oder Backfokus zum Beispiel? Und das hat die Ergebnisse viel stärker beeinflusst als die eben unterschiedliche Objektivschärfe an sich. Und das führte mich zu zwei Erkenntnissen damals, die sich eigentlich bis heute festgesetzt haben und die mir immer wieder auch im Kopf rumgehen, wenn es um Objektive geht und wenn Leute sagen, kauf dir lieber ein gutes Objektiv und so weiter, Objektiv macht das Bild, tralalala. Das eine ist, dass die Objektivschärfe im Vergleich zur Autofokus-Treffsicherheit eigentlich zu viel Gewicht bekommt. Also man diskutiert viel mehr darüber, ob ein Objektiv jetzt schärfer ist als das andere oder ältere oder sowas, als dass man wirklich schaut, ist denn meine Kamera hundertprozentig korrekt eingestellt mit dem Objektiv? Und das ist viel, viel schwieriger und viel, viel seltener. Also ich habe schon viele Aufnahmen von anderen Fotografen gesehen, die erstaunlich unscharf sind. Die haben natürlich den Vergleich mit anderen Kameras offensichtlich, merken das teilweise gar nicht. Und die zweite Erkenntnis war, und das ist vielleicht sogar noch die wichtigere Erkenntnis, Objektivschärfe ist was, was vor allem uns Fotografen interessiert und Bildbearbeiter. Also Leute, die irgendwie mit 100%, 200%, 400% auf diese Bilder gucken. Jetzt hatte ich ja jahrelang vorher das andere 24-70, kein schlechtes Objektiv, selbe Brennweite, selbe Offenblende 2,8. Jetzt nicht das Allerschärfste. Nicht furchtbar, aber nicht überragend, was die Schärfe angeht und nicht so, man denkt so, wow, ist das scharf. Ich habe damit Magazin-Shootings gemacht. Ich habe damit Kundenshootings gemacht. Nicht ein einziges Mal. Und das mag ein bisschen wie eine Floskel jetzt klingen, aber es war tatsächlich nun mal so. Nicht ein einziges Mal kam irgendein Kunde oder ein Magazin oder irgendwas zu mir und sagte, so, die Bilder sind nicht scharf genug. Wenn die was zu meckern hätten, dann wäre das vielleicht eher sowas wie, die Bilder sind zu dunkel oder die Perspektive ist blöd oder das Motiv ist nicht genug im Fokus oder irgendwie sowas. Fokus meint jetzt nicht Schärfe, sondern Betrachterfokus, im Aufmerksamkeitsfokus. Aber nie kommt irgendjemand und sagt euch, euer Objektiv ist nicht scharf genug. Wenn ihr nicht eine totale Schrottlinse habt oder alles völlig falsch verstellt ist. Aber wenn das reasonably sharp, wie der Engländer vielleicht sagen würde, ist, interessiert keine Sau, ob dieses Objektiv das Allerschärfste der Klasse ist oder nur das Drittschärfste. Das war damals so die Erkenntnis, weil das neue Canon-Objektiv damals mehr als das Doppelte kostete als das alte. Also das alte lag so bei 1000 damals, ein bisschen über 1000. Das neue war bei 2,2 oder 2,4 oder so, also irrsinnig teuer. Das war auch gerade dieser Moment, wo die Preise auch so wieder gestiegen sind. Und ich habe mich einfach gefragt, dieses bisschen an Schärfe gewinnen, es war schärfer, ist das diesen Aufpreis wert? Und ist er mir das wert? Ist das wirtschaftlich sinnvoll? Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie man dieses Geld wieder reinkriegt? Und ganz ehrlich, den gibt es nicht. Den gibt es nicht. Niemand zahlt euch 1000 Euro mehr, weil dieses Objektiv 3% schärfer ist. Niemand zahlt euch 150 Euro mehr. Kein Cent wird jemand dafür mehr zahlen, dass es um 5% schärfer ist oder auch 10%. Solange die Aufnahmen scharf genug sind, dass die Bilder gut aussehen, ist es völlig egal, wie mega scharf euer Objektiv ist. Im Gegenteil, manchmal macht man sich sogar die Arbeit noch schwerer, weil Details noch mehr auffallen. Sind Objektive, teure Objektive, so wichtig? Habe fertig.